Die Gewalt im Rahmen der Fußball-EM eskaliert und jetzt wird das erste Public Viewing offiziell wegen der schlimmen Sicherheitslage abgesagt. Vorausgegangen waren dem Ganzen die Messerangriffe in der Fanzone und auf Fußballanhänger. Die Polizei hat die Lage offenbar nicht mehr im Griff und kann nicht mehr für die Sicherheit der Bürger sorgen. Man muss hier ganz klar feststellen, Deutschland kapituliert vor Gewalt und vor Terror. Danke, Frau Faeser, weil die ist nämlich hauptverantwortlich dafür. Schauen wir uns mal diese dramatischen Entwicklungen an. Los geht's. Vorgestern hatte ich ja bereits darüber berichtet, als es einen Messerangriff in der Fanzone von Stuttgart gab, wo ein Syrer 3 Fußballfans abgemetzelt hat. Und Szenen wie diese sind aktuell an der Tagesordnung, weil unsere Politiker und allen voran Innenministerin Faeser die Sicherheit in Deutschland komplett zerstört haben. Tja, und die Folge daraus? Man kann in Deutschland nicht mehr sicher durch einen Park laufen, siehe den Mord an Philippus. Polizisten werden auf der Straße erstochen, siehe den Fall in Mannheim. Und man kann nicht mehr sicher Fußball schauen gehen, siehe den Fall von Stuttgart. Und jetzt zieht deswegen die erste Stadt die Reißleine und sagt das Public Viewing für das Deutschlandspiel heute Abend ab. Und die Begründung ist die Sicherheitslage. Die Berliner Zeitung schrieb: Potsdam. Public Viewing zum Spiel Deutschland gegen Dänemark abgesagt. Einen Tag vor dem Fußball-EM-Spiel von Dänemark gegen die deutsche Nationalmannschaft haben die Veranstalter das geplante Public Viewing am Samstag auf dem Luisenplatz in Potsdam abgesagt. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet, verschärfte die Polizei nachträglich die Sicherheitsauflagen. Tja, meine lieben Zuschauer, was soll man dazu sagen? Ich meine, aus objektiver Sicht finde ich es gut, dass die Behörden lieber ein Public Viewing absagen, wenn die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Ja? Es ist schließlich besser, wenn die Menschen Fußball zu Hause schauen, als dass die Menschen abgestochen werden. Hier kann ich die Maßnahme wirklich voll verstehen. Aber aus emotionaler Sicht habe ich vollkommenes Unverständnis für diese Situation und es ist vor allen Dingen ein Armutszeugnis für unser Land und für unsere Politiker. Ich meine, warum müssen wir solch krasse Sicherheitsmaßnahmen treffen und sogar ein Public Viewing absagen? Naja, weil unsere Politiker mit ihrer geisteskranken Politik dafür gesorgt haben, dass Deutschland nicht mehr sicher ist. Die Große Koalition unter CDU, Merkel und mit der SPD als Koalitionspartner haben 2015 die Grenzen geöffnet und danach fand eine massenhafte und völlig unkontrollierte Einwanderung in unser Land statt. Und neben den vielen friedliebenden Menschen, die zu uns gekommen sind, sind leider auch viele gewalttätige und kriminelle Menschen zu uns gekommen. Und das Ganze nicht aus Versehen, sondern bewusst von den Behörden und von Faeser und Baerbock gewollt. Die Bild schrieb vor 3 Wochen, Bild enthüllt Geheimdienstliste. Wie viele Gefährder wollen wir noch ins Land lassen? Spätestens seit dem Messerterror von Mannheim diskutiert Deutschland darüber, wer in den vergangenen Jahren alles in unser Land gelangt ist und wer wieder gehen muss. Besonders im Fokus schwerst kriminelle Gefährder aus Afghanistan. Nun zeigen Recherchen vom Bild am Sonntag, das Ortskräfteprogramm der Bundesregierung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Geheimdienstdokumente belegen, dass etliche afghanische Gefährder wissentlich zu uns gelassen wurden. Boah, da könnt ihr es sehen. Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser haben wissentlich afghanische Gefährder zu uns gelassen. Also die Leute, die jetzt bei uns unschuldige Menschen abmetzeln. Genau die Menschen, weswegen jetzt bei uns die Fußball-Fanmeilen geschlossen werden müssen, weil es halt etliche Probleme mit der Sicherheitslage gibt. Das ist doch absolut krank. Wenn sich also jetzt jemand darüber aufregt, dass das Public Viewing
Viewing wegen Sicherheitsbedenken abgesagt wird, dann darf man nicht sauer auf die Polizei sein, sondern man muss sauer auf Baerbock und Faeser sein. Diese beiden Frauen mit ihrer kriminellen Politik sind hauptverantwortlich jetzt für dieses Desaster, was wir gerade in Deutschland haben. Und in Berlin, da ist es sogar noch krasser, ja? Für das Viertelfinalspiel gegen Dänemark erlässt Berlin jetzt extra Messerverbotszonen. Ich meine, wie krass ist das denn? Als ob sich ein Messerstecher an sowas halten würde. Nio schrieb, Messerangst vorm EM-Achtelfinale. Berlin erlässt Messerverbotszonen zum Deutschlandspiel. Angst vor Messerattacken während der Europameisterschaft. Die Polizei macht Deutschland deshalb nun zur Messerverbotszone. Das Mitführverbot von Waffenmessern sei nach Bewertung aller Umstände und Erkenntnisse sowie der Abwägung sämtlicher Interessen beschlossen worden, heißt es in einer Mitteilung. Heißt im Klartext, die Polizei stuft das Risiko von Messerattacken während der Europameisterschaft offenbar derart hoch ein, dass sie präventive Maßnahmen ergreift. In Stuttgart hatte ein Syrer am Mittwochabend 3 Menschen beim Public Viewing Event mit einem Messer attackiert und verletzt. Also, lasst uns mal Klartext reden. Die Gewalt in Deutschland ufert extrem aus und jetzt zur EM eskaliert sie komplett. Die innere Sicherheit in Deutschland ist nicht mehr vorhanden. Man kann nicht mehr sicher durch einen Park laufen, man kann nicht mehr sicher Fußball schauen. Und das Ganze gilt für ganz Deutschland. Mannheim, Stuttgart, Potsdam, Bad Oeynhausen und so weiter und so fort. Unsere Politiker haben damals die Grenzen geöffnet und es sind massenhaft Menschen aus Syrien und Afghanistan und aus anderen Ländern zu uns gekommen. Ländern, in denen massive Gewalt und Terror herrscht. Und genau diese Gewalt und Terror haben wir uns damit ebenfalls nach Deutschland importiert. Wir sehen es in wirklich allen Polizeistatistiken und mittlerweile sehen wir es sogar tagtäglich in den Medien. Und das Krasse ist, dieser Import von Gewalt erfolgte laut den Geheimdienstdokumenten, die da Bild vorliegen, sogar wissentlich. Also unsere Politiker haben bewusst und gewollt diese Gewalt nach Deutschland geholt und deswegen geht jeder einzelne Toter jetzt auf das Konto von diesen Altparteien. Und deswegen, meine lieben Zuschauer, müssen wir jetzt wirklich die Reißleine ziehen, eine 180-Grad-Wende in der Sicherheitspolitik machen und vor allen Dingen die verantwortlichen Politiker sofort rausschmeißen und zur Rechenschaft ziehen. Wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr das genauso machen? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.